Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zur nunmehr letzten Folge Monster Hunter World in diesem Jahr. Ja, wir sind jetzt bereits bei Folge 73, also wir haben ordentlich gespielt. Bereits 50 Stunden. Und wir werden uns jetzt auf den letzten Kampf in diesem Jahr vorbereiten. Ich schaue noch mal eben über die Kiste, ob wir wirklich alles haben, was wir benötigen. Davon ist nichts mehr da, das ist aber auch in Ordnung. Aber ansonsten sind wir meines Erachtens nach gut ausgestattet. Moment, Anmeldebonus nehmen wir mit. Hier sehen wir auch noch mal am Anmeldebonus, wir haben den 31.12.18. So. Was ich noch ganz gerne wollte, ist oben was futtern. Wir nehmen natürlich das Chefkochgericht. Dafür, dass die so viel Fleisch gemacht haben, haben wir recht wenig davon abbekommen. Weil unser Teller natürlich pickepack voll ist. Und dann sprechen wir nochmal mit der Wildexpertin. Gehst du da wirklich hin, Partnerin? Ich sage nicht, dass du es tun sollst, aber ich kann mein Bauchgefühl irgendwie nicht ignorieren. Okay. Dann wollen wir mal neue Quest bekannt machen. Aufgaben. Der Ort der Bündelung. Natürlich wieder alleine. Und ich nehme einfach mal einen Gutschein, weil wir so viele haben. Gut. Und auf geht's. Da sind wir. Der Was Ort ist der der Ort, Bündelung. von dem uns der Admiral erzählt hat? Du hast es also geschafft. Admiral! Wow! Der viverianische Jäger ist auch hier! Okay, uns steht auf jeden Fall ein Kampf bevor. Monsieur Admiral. Yeah! Yeah! So wie man ihn angesprochen. Ha, du hast es geschafft. Und auch noch pünktlich, das gefällt mir. Der Typ da drüben hat dich herbestellt. Wie ich höre, seid ihr euch schon begegnet. Er sagt, dass es flussaufwärts einen Ort gibt, an dem die ganze Energie zusammenläuft. Also, das heißt, es ist soweit. Wenn du bereit bist, steig in das Boot dort drüben. Aber denk dran, nach dem Einsteigen gibt es kein Zurück mehr. Wenn du nicht bereit bist, lass es einfach. Niemand wird es dir übel nehmen. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit? Ich verstehe, wie ich es mir gedacht habe. So läuft der Hase als Jäger in der neuen Welt. Da wird die Quest weitergehen. Ist hier noch was zu finden? Nope. Dann sprechen wir mal mit ihm. Grüße. Viverianischer Jäger. Und so sehen wir uns wieder. Seit unserer letzten Begegnung bin ich der Spur aus Hinweisen gefolgt und so schließlich hierher gekommen. Und du anscheinend auch. Ich vermute, du hast den Drachenältesten Friedhof gesehen. Ich habe einen unglaublichen Energiestrom entdeckt, der durch die Adern unter dem Tal fließt und den gesamten Kontinent durchströmt. Bei unserer letzten Unterhaltung war ich noch auf der Suche nach seinem Ursprung. Aber jetzt habe ich den Ort entdeckt, an dem sich die ganze Energie zu sammeln scheint. Er liegt am Ende des Flusses. Ich habe vor, dorthin zu gehen und mich einmal umzusehen. Das ist das Ende von allen. Lass uns gemeinsam unser Ende suchen. Auf Wiedersehen. Ich warte hier so lange, bis du bereit bist. Ciao. Na Quatsch. Oh. Eigentlich haben wir was vergessen. Fällt mir jetzt gar nicht. Können wir das noch im Zelt machen? Da habe ich ja was vergessen.
Genau. Ich wollte die Palico-Ausrüstung ändern, denn ich habe mir gedacht, unser Palico, der so super mitgeholfen hat, der wird diesmal als Mega Man mitgehen. Ja, ja. Ach, sehr geil. Selbst die Sounds von Mega Man sind dabei. So, unser Mega Man Palico ist dabei. Komm mal mit, Mega. Nun dann. So. Das haben wir bereits besprochen. So. Kenne wieder den Grund dafür, noch weiß ich, was uns dort erwartet. Aber ich glaube, wir sollen dorthin. Bist du bereit? Wir sind bereit. Es beginnt. Dann lass uns dem blassen Leuchten dort folgen und herausfinden, wo der Fluss uns hinführt. Wie der Zora Magdaros das dunkle Meer überquerte, müssen auch wir uns auf die Reise machen. Damit geht's auf die Reise. Willst du das wirklich machen? Wir kehren zurück. Keine Sorge. Dieses Mal lassen wir sogar offenbar unsere Partnerin zurück. Wie hast du diesen verdammten Ort überhaupt gefunden? Wir müssen dem Zora Magdaros für den freigeräumten Weg danken. Nach dem Tod lösen sich die Drachenältesten im Miasma auf. Und die gesammelte Energie in den Adern der Erde wird dann zu Kristall. Und mit der Zeit wurde das zur Heimat der Ältesten? Ja, allerdings spürte ich in den letzten Jahren einen drastischen Anstieg in der Energie des Landes. Hört sich nicht gut an. Bereite dich vor, mein Freund. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Er springt einfach mal ins Wasser. Es ist im Inneren. Grundgütiger Donnerwetter. Mit der Zeit entstand durch die Bioenergie der Drachenältesten dies. Nicht einmal ich hätte derartige Ausmaße erwartet. Moment. Das ist zu rein. Was ist dieses Ding wirklich? Sicherheit, während du unseren neuen Freund hier entschachelst.
aus dem Nest. Unter keinen Umständen. Ich hole Verstärkung. Tu einfach, was nötig ist. Hey, Fifi. Und da sind wir. So. Ja, wir schaffen das schon. Bin ich auch für. Gut. Also, da haben wir unseren nächsten Gegner. Trink mal eben schnell ein bisschen Panzerhaut. So. Oh, viel Schaden machen wir gerade noch nicht. Das Problem ist, wir müssen erstmal aufladen. Ja, die Quelle allen Übels ist hier wohl. Was? Der hat noch getroffen? So mieser. Okay. Ja, der ist auf jeden Fall riesengroß. Oh, da bin ich weg. War eine gute Idee, wegzugehen. So. Nein, zu früh. So, jetzt haben wir wenigstens hier die Energie aufgeladen. Oh, der hat fast getroffen. Weg! Was? Sag mal. Wenn das so weitergeht. Wenn das so weitergeht. Mann. Wenn das so weitergeht, dann gehen wir noch drauf. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Was ist los? Was machst du? Ich habe immer Angst, die Axt rauszuholen, weil der ist doch ziemlich schnell von einem Ort zum anderen gelaufen. Mal eben weg, ne? Das wäre jetzt eigentlich die Chance. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, wenn das mal gut geht. Gerade so. Der uns eine klebt, ne? Da wächst erstmal kein Gras mehr. Okay, müssen wir mal hier taktisch angehen. Das war an sich ein guter Treffer. Oh, das war ein sehr guter Treffer. Den haben wir dann lieber doch mal eben eine ordentliche Attacke mitgegeben. Oh, ich sollte mal eben was trinken. Trinken. Bitte. Oh. Was macht der? Oh, weg. Was zum? Oh. Das hat ihn einmal einsacken lassen. Weg! Boah, wenn er damit trifft, ich glaube, das endet nicht gut. Sag mal. Müssen wir hier stehen bleiben, du. Oh, ich will da weg. Können wir den eigentlich den Schwanz abhauen? Ah, schon wieder zu früh losgelassen. Mensch, jetzt habe ich das Timing nicht mehr drin, oder was?
Oh, weg. Der brüllt immer ziemlich lange, wenn er das macht. Ui. Fast noch in die Attacke reingerollt, ey. Leg dich nicht mit Mega Man an, du. Das ist er wieder, oder? Nee, oh Gott, was ist das denn jetzt? Eine schwere Attacke. Ich hoffe, die reicht noch. Ja, die hat für unsere Ausführung noch ausgereicht. Hau dir auf die Finger, du! Sag mal. Wenn das mal nicht knapp war. So, ordentlich einen mitgeben. Ach, Mist! Wir haben ja jetzt eben die Zeit, ne? Ja, hat gereicht. Ich muss hier weg. Scheiße. Oh. Was? Heftig. Und vor allem, ich habe das geblockt. Eigentlich. Keine Ahnung, ob es zu blocken, also ob es nicht zu blocken ist. Lass mich einen durch, ganz kurz. Bin nur eben hier hin, damit ich schlagen kann. Shit! Ja. Komm mal her hier, mein Freund, du. Dir klebe ich einen. Oh, oh! Selbst die Einzelschüsse bringen ordentlich was. Oh, ich habe gerade gemerkt, bei mir hat die Haustürklingel geklingelt. Da kann ich jetzt schlecht hin. Was macht der denn jetzt schon wieder? Boah, weg! Ich hab schon Kopf. Boah, weg hier. Schon wieder. Leute. Nein! Wow! Jetzt bin ich mal eben ganz kurz weg. Bei der Flugstation dort drüben kannst du dir einen Mernos schnappen. Damit kommst du ans andere Flussufer. Entschuldigt einmal. Das war jetzt seltsam. Da kriegt man hier nochmal eben schön ein Päckchen. Wird dabei unterbrochen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm für euch. Und ja. Im richtigen Moment. Aber dennoch, leider sind wir da drauf gegangen. Also diese Explosion, die war echt der Hammer. Ausdauer, Gesundheit. Ja, Chefkochgericht könnte man nochmal machen. Wir schauen mal eben ganz kurz nach. Was nehmen wir denn mal eben? Nee. Elementwiderstand. Ja, komm. Wir nehmen das einfach. So.
Was wir jetzt noch brauchen, wir haben ja jetzt wieder volle Ausdauer. Wir nehmen noch einmal Panzerhaut. Ich glaube, die hat uns ganz gut den Hintern gerettet. Und ein Maxi-Trank. Einmal kurz schnitzen. So, da ich nicht weiß, ob wir damit hinkommen, gehe ich nochmal eben in unser Lager hier und werde alle Sachen nochmal auffüllen. Ja, wenn man so will, Glück im Unglück, ne? Also ich konnte mein Päckchen entgegennehmen, aber der Preis dafür ist mir zu hoch, dass wir dafür draufgegangen sind. Das hätte ich auch bei einer Station abholen können. So. So, was hast du vor? Hoffentlich gehört sterben mit zu deinen Aufgaben, die du dir vorgenommen hast, du mieser. Das hat ihr nicht vorgehabt, dass ihr den Schwanz da wegzieht. Sag mal, wo willst du denn hin? Komm runter! Per Flugdach reisen. So, jetzt aber drauf da! Oh, das war ein guter Treffer. Und jetzt kommt noch ein guter Treffer. Jawohl. Ordentlich durchgezogen, die Waffe. Was hat er denn vor? Dir ist schon klar, dass du da einsinkst. Er fällt da auf uns drauf, ey. Ich glaub's ja nicht. Aber hoffentlich kriege ich den durch. Ja. Gammeldrache. Fällt dir ein, nach mir zu hauen? Stechkapsel würde ich hier mal einmal aufsammeln. Daher die Waffe weggesteckt und draufgehauen und. Oh, ich muss wäre. Oh, die eine geklebt bekommen. Haben wir nicht kommen sehen, aber macht nichts. Was hast du vor? Ey, komm! Wieder zu früh losgelassen, oder? So. Greif irgendwie gerade am liebsten seine Hinterläufe an, weil vorne kann er uns mit seinen blöden Schüssen treffen. Oh, das ist sehr gut gelaufen. Aber ich lade lieber das Schild auf. Was hast du jetzt vor? Oh, ich will hier weg. Ob wir den mounten können? Wie das da gerade an uns vorbeigeflogen ist. Und Zeitlupen. Plasma, Strahl. Keine Ahnung, was das ist, ob Eis oder Plasma. Ich sag jetzt einfach mal Plasma. Nein, das hat er nicht vor. Nein! Du mieser Drache. Weg. So.
Wow! Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Alter. Der greift in den Boden und kann damit irgendwelche Plasma-Explosionen machen. Ich glaube, wenn wir hier hinrennen. Ja, genau, das passt. So. Ordentlich ein Meth geben. Der trifft da noch? Oh oh. Nein, das wird ganz scheiße werden, wenn wir nicht schnell genug sind. Boah, aber knapp. Du Verrückter. Oh nee. So, das müssen wir wieder nutzen. Oh, sehr gut genutzt. Komm her. Oh nein, jetzt prall doch nicht die ganze Zeit ab. So, ich muss hier aus dem Feuer raus. Mal eben schauen, was er so vorhat. Oh, 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 oh. Eben nutzen. Sehr schön. Wow. So, mal eben was trinken. Mal nichts Dummes, mein Freund. So, komm schon. Oh, wieder in die Knie gezwungen. Ich muss weg. Ah ne, cool. Und nochmal ordentlich eine kleben. Der ging wohl nicht durch. Sag mal. Nein, nein, nein. Ich will hier weg. Oh Gott. Hoffentlich sind wir hier geschützt. Ja. Reicht das? Das reicht. Komm her, du. Also bis... Oh, oh. Was hat er jetzt vor? Was zum... Alter! Spinnt der? Komm noch runter! Ich sagte, komm noch runter! Ja, aus der Luft geschossen. Sehr schön. So, ordentlich einen mitgeben. Leider haben wir gerade keine Fiolen voll gehabt. Ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Etwas nicht so Schönes. Oh, komm her. Alter. Das ist ein Vieh, ey. Boah, was zum... Alter Schwede. Wir liegen erstmal brach hier, oder was? Nee, 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 nee. Ich muss was trinken. Jetzt trink doch. Genau. Und draufhauen. Aufgeschissen, ob wir gerade Feuerschaden kriegen. Diese Gelegenheiten bieten sich uns nicht andauernd. So, nochmal was trinken. War das Leeds? Sind umgenatzt oder was? Das gefällt mir ja richtig gut. Oh, hat er da was fallen lassen? Da hat doch gerade was geblinkt. Weg. Lässt du das mal? Schwanz ab. Das kam echt gut. Lässt du das mal? Zack, ist er ab. Sehr schön. Geht also hier auf.
So. Diesmal wenigstens ordentlich getroffen. So. Kipp nochmal eben auf die Seite. Ganz kurz nur. Was macht er? Nur nach vorne schnellen. Nein, ich war doch gerade in Ausführung. Sollen das jedes Mal? Da liegt wieder schönes Schutzmaterial. Weg, weg. So, das will ich eben haben. Drachenkapsel, okay. 7 Stück. Ja. Oh, oh. Zurücknehmen, genau. Oh, warte mal, vielleicht können wir das eben nutzen. Hat gereicht. Der kann uns gar nichts. So. So, komm schon. Und aufgehauen. Oh, schade. Weg. Weg. Boah, Mist. Aber ist schon in Ordnung. Das sah gerade so aus, als wäre der eingebrochen. Das wird mich auch gar nicht wundern bei so einer großen Geschichte hier. So. Ich muss da mal eben durch. Danke. Sag mal. Oh, der kam gut. Trifft er? Ja. Zumindest teilweise gut. So, komm her. Machen wir gleich mit der Axt weiter. Axt, Axt. Und. Haurido. Bam. Voll auf Fuß. Das gefällt ihm nicht. Was? Immer noch getroffen? Ey, komm, wir standen jetzt eigentlich unter ihm, ne? Oh, der rennt. Ja. Was wird das jetzt? Okay. Also seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen Respekt, wenn er sich aufbäumt und fallen lässt und dann Scheiße rauskommt. Komm schon! Ja. Wenigstens mit den Explosionen getroffen. Dann liegt er schon wieder. Ja, los, komm. Und durchgezogen. Nochmal, nochmal. Weg hier. Die ganze Zeit kriegen wir Brandschaden. Ich muss hier weg. Sollte man mal eben nutzen. Na. Das gibt's doch nicht. So, dann das. Geht er eh nur nach vorne. Sehr schön. Das ist sehr schön. So, den können wir ordentlich durchziehen. Und durchgezogen. Zu brüllen. So. Was? Alter. Ja. Kriegt man eben einen Schluck. War's schon. Wow.
Mein Freund, ich habe damit mehr gerechnet. Fällst du jetzt auch noch um? Looten. Unbekannt. Wir looten unbekannt und sind direkt in dem drin. Ziemlich hohl von innen. Oh Gott. Da hinten ist der Schwanz. Und losgerannt. 30 Sekunden noch. Das ist nicht viel. Alter, wir konnten den fünfmal looten. Junge, Junge. Schwanz geht auch mehr als einmal. Zweimal, um genau zu sein. Yay. Wir sind der König der Welt. Und da liegt er. Der Plasmadrache aus seinem neuen Nest. Neun! Und wir bekommen hier unseren Quest-Loot noch. Fragezeichen Schuppe. Drachenältestenknochen. Drachenältestenblut. Okay. Panzer. Große Belobigung. Ein Ticket für Beweise. Großen Mutes. Damit du sie an etwas Großartiges passieren. Harte Rüstkugeln. Noch eine große Belobigung. Drachenaderkristall. Ältesten Knochen. Harte Rüstkugel. Harte Rüstkugel. Große Belobigung. Und nur eine Bonusbelohnung. Klaue. Okay, alles nehmen. Da wir einmal down gegangen sind, kriegen wir aber trotzdem noch mehr Zenny, als wenn wir down gegangen wären ohne unser Ticket. So, du kannst jetzt mehr Spezialwerkzeuge mit auf eine Quest nehmen. Der Galerie wurde eine neue Zwischensequenz hinzugefügt. Für Rüstungsteile ist jetzt eine neue Verbesserungsstufe verfügbar. Du kannst deine Rüstung jetzt noch weiter verbessern. Was für ein aufregender Tag. Erst diese Päckchenstörung und dann das. Jetzt halten wir mal einen Sabbel. Hey! Kommandant! Sie ist wach! Was ist los mit dir? Alles, was du machst, ist schlafen und runterfallen. Also, wie großartig warst du da unten? Zu großartig? Ja. Ah, ausgeschlafen. Dank euch ist die Arbeit der Forschungskommission abgeschlossen. Ich habe ein Schiff vorausgeschickt, um der Gilde Bericht zu erstatten. Sobald sie unsere Erkenntnisse bestätigen, werden wir abgelöst. Ich möchte euch alle hier für eure harte Arbeit loben. Und jetzt, lasst uns feiern! Zum Bankett! Prost! Nun, wir haben es geschafft. Weißt du, nach unserer Bruchlandung habe ich mich gefragt, ob ich mich richtig entschieden habe. Aber die neue Welt war genau das Abenteuer, das ich mir gewünscht hatte. Oh, sie ist wohl auf. Ich sage nur kurz Hallo. Komm. Darf ich? Ohne dich wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben. Vielen Dank. Du scheinst ja eine ziemlich exzentrische Gruppe zu haben. Aber alle sind talentiert, einzigartig. Ehrgeizig. Ihr alle wirkt eigensinnig, stur. Aber wenn es darauf ankommt, schließt ihr euch zusammen und werdet zu einer ernstzunehmenden Truppe.
Es gibt sicher keine Prüfung, die ihr gemeinsam nicht bestehen könntet. Ein Monster, das in Bioenergie ausgebrütet wurde. So nah, aber doch so gut verborgen. Vielleicht lockte es die Ältesten anfangs hierher, um sein Verlangen nach Energie zu stillen. Das könnte stimmen. Vielleicht hat es eine Art Pheromon oder sowas benutzt. Mit der Zeit wurde das Land reich an Nährstoffen. Der perfekte Ort für zähe Monster. Das große Angebot an Energie muss der Grund sein, warum es zur Heimat der Ältesten wurde. Zum Glück hast du das Ding aufgehalten. Wäre schlimm, wenn es sein Nest verlassen hätte. Na dann, ein dreifaches Hoch auf dich. Nein, du solltest ihn behalten. Alle mal herhören. Wir haben eine Nachricht von der Gilde erhalten. Die Gilde lobt euch für eure engagierte Forschung der Ältestenwanderung. Aufgrund eurer Forschung bestätigen wir die von euch entdeckte neue Spezies der Drachenältesten. Ihm wurde ein offizieller Name gegeben. Xenojiva. Damit ist euer Auftrag für die Forschungskommission abgeschlossen. Wir danken euch noch einmal für eure Dienste. Es steht euch nun frei, heimzukehren. Allerdings, die Präsenz der Kommission in der neuen Welt könnte für die Gilde noch von Vorteil sein. Wir möchten euch bitten, eure Arbeit dort fortzusetzen, wenn ihr dazu bereit seid. Ihr habt's gehört. Wenn wir beschließen, hier zu bleiben und weiter zu forschen, warten sicher Widrigkeiten auf uns. Gefahren. Das wollt ihr nicht, oder? Wovon reden Sie da? Natürlich wollen wir das. Hey, bleiben wir hier. Wir schaffen das. Ja, wir wollen es. Ich ja. Sage, ja, kann man da nicht bleiben. Na schön. Kommission, willkommen in eurer neuen Heimat. Ja! Ich sollte etwas zunehmen. Das wird ganz schön harte Arbeit. Monster Hunter World. Ja, und damit, liebe Freunde, sind wir auch durch mit dem Spiel. Wir haben das Spiel quasi bezwungen, zumindest den Hauptplot. Ich kann nicht viel mehr großartig dazu sagen. Also ich habe noch einen privaten Speicherstand, bin über dieses hier hinaus und habe den Xenojiva schon mal besiegt. Ich kam mit dem Let's Play halt weniger hinterher wie mit meinem privaten Speicherstand, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so lange wollte man dann auch nicht warten. Ist auch egal, das Ganze war trotzdem ein Blind-Projekt und es hat mir riesen Spaß gemacht. Also, ich kann an dieser Stelle auch nur sagen, dieser Hauptplot, der ist quasi wie ein komplettes Tutorial zu sehen. Das eigentliche Spiel, und wir haben gefühlt noch so gut wie nichts davon gesehen, fängt jetzt erst an. Also, wir werden noch Level aufstufen können, wir werden noch bessere Rüstung bekommen, härtere Monster, neue Monster. Bei dem Xenojiva muss ich ganz ehrlich sagen, der ist gerade geschlüpft. Das muss ein Jungtier sein. Keine Ahnung, was da noch kommt. Auf jeden Fall weiß ich, Endgame-Content macht hier auf jeden Fall riesen Spaß, auch die ganzen optionalen Quests noch zu machen und so weiter und so fort. Es ist... ja, wie soll ich sagen? Ich muss mal eben räuspern. Bin ein bisschen krank deswegen. Es ist... sehr gutes Spiel, hat eine schöne Story, wie ich finde, und es hat mir
riesen Spaß gemacht. Das ist ein Charakter, mit dem wir jetzt 50 Stunden gespielt haben. Mein privater Charakter, der hat bereits über 90 Stunden Spielzeit. Und so weiter und so fort. Mir ging es aber in diesem Let's Play darum, dass wir, ja, wie soll ich sagen, die komplette Hauptstory durchgespielt bekommen. Eventuell werden wir mehr davon sehen. Also ich sag jetzt mal, eventuell in Streams oder ähnlichem, und das wäre ja, denke ich mal, auch nicht schlecht. Vielleicht können wir da sogar mal gemeinsam auf Jagd gehen, wenn ihr Bock habt oder so. Das wird sich dann aber zeigen. Ich kann euch aber jetzt schon verraten, es wird nicht das letzte Mal Monster Hunter World in dem Sinne auf diesem Kanal sein. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Im Jahr 2019 wird ein, so wie ich gelesen habe, riesiges Add-on kommen, was sich Monster Hunter Iceborne nennt und quasi auf Monster Hunter World aufbaut, beziehungsweise die Monster sich, ja, umsiedeln auf eine Art Eisinsel oder so. So sieht es zumindest vom Trailer her und so weiter und so fort auch aus. Und natürlich wird es dazu auch ein Let's Play geben. 73 Folgen, Leute. Und zum Jahresabschluss auch den Abschluss des Spiels. Dass ihr so lange dabei geblieben seid, freut mich auf jeden Fall sehr. Zeigt, dass ihr dieses Format sehr mögt, unterstützen mögt und so weiter. Da haben wir nochmal das stille Ende. Und ja, was soll ich sagen? Es wird natürlich wieder neue Let's Plays geben. Dieses hier ist fürs Erste beendet. Wenn Streaming-Folgen oder ähnliches kommen, werde ich sie mit dranhängen. Das hier ist allerdings die finale Folge jetzt von Monster Hunter World. Es hat mir Spaß gemacht, auch auf eure Tipps zu reagieren. Danke nochmal explizit an diejenigen, die in den Kommentaren mit darauf eingegangen sind, Tipps gegeben haben und so weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht die genauen Namen, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Die Leute fühlen sich hoffentlich angesprochen. Ich sag nur Jägerrang 300. Vielen, vielen Dank. Ist mir auf jeden Fall eine sehr große Freude gewesen, dass da mit agiert worden ist. Und ich kann nichts sagen, außer Monster Hunter World ist für mich persönlich das beste Spiel im Jahr 2018. Es ist nichts rausgekommen, wo ich finde, dass da irgendwas rankommt. Und ich habe mit keinem Spiel so viel Spaß gehabt, so wie Wiederspielwert gehabt. Ich habe vier Charaktere angefangen. Vier Charaktere, weil drei auf dem PC. Und für meinen Urlaub habe ich mir das Ganze sogar auf PS4 nochmal gekauft, damit ich es im Urlaub spielen kann. Es macht einfach nur Spaß. Das Ganze sammeln und so weiter und so fort. Also, ich bleib dabei. Mein Fazit: Es ist ein saugutes Spiel. Es ist sehr komplex. Ihr habt so gut wie noch nichts gesehen, in Anführungsstrichen jetzt. Ich habe euch nicht alles gezeigt. Ganz gewiss nicht. Es gibt noch so viel zu entdecken. Auch über die Menüs, über die Forschungsinstitute und so weiter und so fort. Es gibt noch viel mehr freizuschalten. Wir können Sachen einschmelzen, um andere Sachen zu generieren. Das haben wir jetzt einmal gesehen gehabt, wo ich den Orlogaron-Edelstein gemacht habe und so. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze immer mit vier Leuten bereisen. Die Monster werden dadurch sogar noch stärker. Und dies, das, jenes. Also, das Spiel hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Es gibt ähnlich wie bei World of Warcraft, sage ich jetzt einfach mal, Events, die reingespielt werden, sodass man Dailies, Weeklies oder andere Events machen kann. Dies, das, jenes. Also, in dem Sinne zurück, ein saugutes Spiel. Capcom ist seinem Namen durchaus wieder gerecht geworden. Und ich kann es nur wiederholen, für mich das beste Spiel im Jahr 2018. Weitere Capcom-Titel werden folgen, Ende Januar. Spätestens. Und ja, bleibt gerne noch kurz dran, um zu schauen, welchen Jägerrang wir erreicht haben. Denn hiernach geht es nochmal eben ganz kurz weiter.
Ich verabschiede mich aber an dieser Stelle. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr so noch so lange dran geblieben seid, gebt doch einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, sprecht's auch gerne rum. Wie ihr wisst, der Kanal ist noch recht klein. Wenn er sich vergrößert, würde nicht schaden. Wäre doch nicht schlecht. Umso mehr werde ich natürlich auch an Zeit da rein investieren, wobei ich neben meiner Arbeitsstelle sowieso schon sehr viel Zeit da rein investiere. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Hey! Läuft! Sieh mal an! Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit. Bist du bereit, loszuziehen? Die neue Welt wartet. Gehen wir jagen! Ja, das sind wir hier Rang 16 geworden. Also wir haben wirklich das Knappeste gemacht, was ging. Und das hat 50 Stunden gedauert. Ja, ich meine, klar, mit paar Mal Scheitern und so weiter und so fort. Das ist meines Erachtens auch nicht das größte Problem. Jäger Rang 16. Mensch, können wir stolz sein. Jetzt haben wir den Drachenknochenschneider 3 sogar noch frei gemacht. Wir gehen doch noch mal eben ganz kurz gucken, oder? Warum denn nicht? Die besondere Aufgabe, den Herrn der Nahrungskette, haben wir auch noch. Und es erfolgen auch noch über, ich glaube, Level 29, Level 49 oder irgendwie sowas. Neue Aufgabenquests sozusagen. Mit ein bisschen Videomaterial dabei und so. Wir gehen mal eben auf Waffe verbessern. Ist das da mit drin? Nee. Drachenknochenschneider. Warte mal. Ja. Den können wir jetzt auf 3 hochkriegen. Der braucht den Wyvern-Edelstein. Brutalen Knochen. Drachenknochen-Relikt. Und 10 Drachen-Ältesten-Knochen. Meine Fresse. Sparen wir uns aber mal. Wer weiß, wofür wir die sonst ausgeben wollen. Ja, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das dafür ausgeben möchte. Ist ja auch egal. Wir haben fast eine Stunde voll.
Ich hatte gesagt gehabt, wir hätten da ja quasi noch Ausrüstung. Warte mal. Ausrüstung verbessern. Nee. Mann. Ausrüstung schmieden. Rüstung. Hier hätten wir jetzt sogar das Xeno-Yiva-Set. In der Alpha- und in der Beta-Variante. Das sieht nicht schlecht aus. Hat auch wieder seine Fähigkeiten. Schlecht gegen Feuer, schlecht gegen Drachen und so weiter und so fort. Eventuell, weil es ein Jungtier ist. Ich weiß es nicht. Was mich nochmal eben interessiert, ist das Orlogaron-Set. Hier brauchen wir drei Monster-Hard-Knochen. Und brauchen wir hierfür auch noch welche? Nee. Von allem, was wir hierfür benötigen, haben wir genug. Drei Monster-Hard-Knochen. Wisst ihr was? Wir machen hier nochmal eben ganz kurz ein wenig Endgame-Content. Ich weiß, ihr habt ihn schon ein paar Mal gesehen. Aber weil die letzte Folge, lassen wir es hier ein wenig länger angehen und erjagen noch ein letztes Mal einen Orlogaron, um hoffentlich das Rüstungsset voll zu bekommen. So. Oh, warte mal. Was ich noch eben ganz kurz gucken wollte, im Handelshof. Also die mal an. Der hätte nun mal jemand eine Quest für uns. Aber das Schiff ist wieder da. Ahoi. Was hast du denn dabei? Waren kaufen? Warte mal. Monster-Hard-Knochen? Der hat natürlich jetzt zwei Stück, aber komm her, kaufen wir. Und der hat einen Edelstein mit dabei. Das ist nicht schlecht. So, ab rein in die Quest. Mega Man ist dabei. Und somit kommt jetzt die letzte Bonusabschlussjagd, sag ich jetzt mal. Vorbereitet sind wir. Was wir nicht mit haben, ist nochmal zusätzliche Gesundheit etc. Finde ich nicht so wild. Das macht mir jetzt gar nichts. Denn so ein Orlogaron haben wir schon ein paar Mal verhauen. Und da kommt er auch schon. Hallo Ordo. Ja, lauf mal ein Stück weiter. Will da drauf. Drauf springen, Mann! Batz, batz! Kriegst schon mal ordentlich eine. So. Na, was hast du? Haust du ab? Bist aber schnell auf der Flucht, mein Freund. Komm her hier. Hey, ja. Und jetzt ohne Gnade. Oh, was ich eigentlich mitnehmen wollte. Mal gucken, vielleicht kommen wir da gleich nochmal hinzu. Erstmal verpassen wir den so ein paar. Oder auch nicht. Ich muss mal eben ein Stück weg. Entschuldigung. Ich stand dir gerade im Weg. Das wollte ich nicht. Ja, geh mal her. Dankeschön. Tja. Ding, 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 ding. Boah. Knappe Kiste. Und schon wieder eine geklebt bekommen. Macht gar nichts. So. Verrückter. Das konnten wir blocken. Oh, sehr schön getroffen. 131. Direkt am Schwanz angesetzt und ab dafür. Upp. So, und nochmal. Na, na, na. Komm her. Oh, der fliegt. Und ordentlich verprügeln wir ihn. Ja, genau. Streck uns am besten das entgegen, was wir dir abkloppen wollen. Oh, warte mal, da ist was.
Hast du gerade Beats gehauen? Und ordentlich drauf. Das ist umgefallen. Und das macht er nochmal. Oh. Da wollt ihr mich nicht von treffen lassen. Geh mal her, Mietz. Danke. Das ist ein bisschen eng hier. Boah, was zum. Ey, komm, wir sind sogar in die andere Richtung noch weg. Mal kurz ducken. Schluck dabei trinken. Sucht er? Ja. Okay, wir kommen. Hast du es gefunden? Hier, guck dir das an. Jetzt haut er wieder ab. Das gleiche machen wir auch mal eben ganz kurz. Denn ich hatte da was vor. Mal eben kurz fix ans Lager. So. Objektruhe, Objektverwaltung. Was ich diesmal machen wollte, weil wir es eigentlich noch nie gemacht haben. Wir nehmen zwei davon mit. So viele brauchen wir nicht. Reichen auch zwei. Und haben wir gerade nicht. Macht nichts. Stellen wir her. So. Flup, 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 flup. Und was wir auch noch herstellen können, ist davon eine. So, Objektverwaltung. Wir packen einmal weg die Fassbomben. Die brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir das. Und ja, den Rest haben wir eigentlich. Nee. Das. Beruhigungsbomben. Denn zum Schluss, warum nicht auch einfach mal fangen? Das gilt nämlich auch als Erjagen. Wir haben ja mehrere Optionen. Und da bin ich leider nie drauf eingegangen. Es gibt die Option, töte das Tier. Es gibt die Option, fange das Tier. Und erjage das Tier, lässt es uns offen. Und da es uns offen steht, fangen wir diesmal im Ordogaron. Oh, wo bist du denn hin? Wieder futtern. Wo ist er raus? Achso, der ist in seinem Nest. Da war der ja schon. Hey, mein Freund! Oh, Olli hat mitbekommen. Und da ist der Schwanz ab. Wow. Oh, da hat er die Wand eingerissen. Oh, ne. Bist du wohl. So. Weg. Oh, das gibt's doch nicht. Wir müssen uns eben heilen. Der liegt schon wieder. Einen ziehen wir nochmal durch. Da ist er weggeflogen. Stopp. Ich weiß nicht, ob es schon reicht, aber wir haben extra noch ein bisschen Fallenmaterial dabei. Das war nicht die beste Idee.
Aber es hat ausgereicht. So. Komm mal hier, Herr Oddi. Hab hier was hingestellt. Noch einer. Na. Stirb doch eben. Beziehungsweise nicht sterben. Lass dich fangen, Freundchen. Okay, und wieder ab. Das hat so nicht geklappt. Wir gehen einfach wieder in die Herstellungsliste, denn... Na. Wir können sofort wieder einen herstellen. Haben noch zwei Versuche. Er war noch nicht angeschlagen genug. Gefühlt ist er es aber. Er ist schon langsam und so weiter. Komm her, wir probieren es noch einmal. Da ist er. Gefangen. Von einem gefangenen Monster erhältst du keine Materialien. Aber es gibt am Ende der Quest mehr Belohnungen als normal. Und darunter fallen auch Materialien. Ja, da freut sich unser kleiner Mega Man. Ja. Mega Man mit Würstchen. Das ist doch süß. So, und hier haben wir jetzt eine ordentliche Questbelohnung bekommen. Muss man sagen. Darunter nochmal ein Ordogoron Edelstein. Hätten wir uns also noch sparen können. Eine Platte. Alles nehmen. Meine Fresse. Ordentliche Wertermittlung dabei. Da haben wir ein bisschen Geruchsjuwel. Gibt nochmal wieder gut Kohle. Kurz davor auf Monsterrang 17 zu kommen. Jägerrang 17, Entschuldigung, Monsterrang. Das ist Unsinn. So. Der hat auch nochmal wieder eine Quest für uns. Ich klicke das jetzt einfach mal eben durch. Und zwar, suche in der Wildturmödnis nach Anomalien. In der Wildturmödnis wurde eine unbekannte Lebensform gesichtet. Mache die besondere Aufgabe, Besucher aus einer anderen Welt bekannt und tritt ihr bei, um die Untersuchung zu beginnen. Besondere Aufgaben enthalten Ziele, die sich von der Hauptmission, der Forschungskommission, der Forschung, der Ältestenwanderung unterscheiden. Sprich mit Charakteren, die ein blaues Ausrufezeichen über ihrem Kopf haben, um eine besondere Aufgabe voranzubringen. Besondere Aufgaben verschaffen dir besondere Belohnungen, wenn du sie abgeschlossen hast. Also wie gesagt, wir sind hier längst noch nicht fertig, wenn man es so möchte. Es gibt hier noch Aufgaben ohne Ende, die zu bewältigen sind. Wir gehen jetzt allerdings nochmal wieder hoch in die Schmiede. Ein letztes Mal. So. Sprechen wir nochmal eben mit unserem Schmied. Guten Tag noch. Und werden jetzt Ausrüstung schmieden. Und wir fertigen uns komplett an das Ordogaron-Set. In diesem Falle auch mal mit Helm. Nicht der schönste, ich weiß, aber... Wir haben das komplette Set zusammen. So sieht das Ganze aus. Was wir, glaube ich, noch machen können, ist die Waffe ausblenden. Obwohl, hier geht es jetzt gerade nicht. Ist auf jeden Fall meines Erachtens nach ein echt cooles Set. Gibt natürlich auch noch andere coole Sets. Ganz davon mal ab. Also, da will ich gar nichts anderes zu sagen. Wir haben jetzt halt die Möglichkeit, alle Set-Teile noch weiter aufzuwerten. Wir haben jetzt die Beine hier fertig bekommen. Die kriegen wir noch hoch auf Stufe 7. So. Möchtest du es ausrüsten? Ja. Ach so, ah, doof. Blöd. Das hier waren die Ordogaron-Beinschienen. Blödsinn. So. Die kriegen wir auf Stufe 11. So, ausrüsten, ja.
Das wird wohl auch hiermit gehen. Auf Stufe 11. Ende. Auch auf Stufe 11. Dann haben wir noch die Brustpanzerung. So hoch kriegen wir die wahrscheinlich nicht mehr. Nope. Alle Rüstkugeln aufgebraucht. Verbessern. Stufe 9. Also, es geht hier noch viel mehr. Später kommen noch kampfgehärtete Sachen und so weiter und so fort. Wir haben Monster Hunter World auf jeden Fall in diesem Falle durchgespielt. So wie ich es ja vorhin schon einmal gesagt habe. Wir haben unser Set jetzt auch nochmal eben komplett bekommen. Und können uns nun so komplett nochmal angucken. Oh, dicke Schleife hinten dran und so. Das ist doch schön. So sieht das Ganze aus. Und wir ruhen uns aus nach vielen und langen Jagen. Und an dieser Stelle sage ich wirklich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play. Danke. Ciao.